Moin Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Monster Legends mit eurem Schlosskonflikt bzw. das Killer-LPM. Ihr seht schon, ich will jemanden antesten, nämlich den Cavenfish, der auch vor gar nicht so langer Zeit rausgekommen ist. Und er ist auch ein ziemlich starkes Monster und würde es nicht so ruckeln, würde es wahrscheinlich noch besser gehen. Aber ja gut, ne, hab ich gesagt. Und fangen wir direkt an. Im endlosen Krieg zwischen Piraten und Haien haben die Piraten meist die Oberhand. Doch das liegt nur daran, dass sie die Kanonen haben. Doch jetzt hat Cavenfish ein ganzes Schiff voller Kanonen ergattert und so schwimmt er nun von Sieg zu Sieg. Ja, ein ziemlich geiles Monster, finde ich, vom Grundprinzip eigentlich. Hat 3000 Kraft, 28.652 Leben und eine Geschwindigkeit von 4000 und Ausdauer von 160. Ansonsten hat er Kugelhagel, fügt allen Gegnern geringen Sonderschaden zu, kann alle Ziele leben, hat eine Abklingzeit. Dann noch klar zum Entern, verleiht Präzision, Schadenschub und Ausdauerregeneration, hat eine Abklingzeit. Dann den Geschosshagel, fügt allen Gegnern geringen Sonderschaden zu, kann alle Ziele einfrieren, hat eine Abklingzeit. Also, das ist schon ein Monster hier. Und das Piratenbombardement verursacht schweren Wasserschaden, zieht dem Ziel 25% Ausdauer, hat eine Abklingzeit. Dann haben wir nur noch die Ulti, nämlich die Piratenexekution, fügt allen Gegnern schweren Sonderschaden zu, kann Ziele leben. Ja, dann würde ich auch sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich euch die Formen zeige. Bis gleich. So, hier sind wir dann auch schon wieder und sehen hier die erste Form von Cavenfish, das Ei sozusagen. Und ja, er hat eine Piratenmütze schon auf, wo eine Feder rausragt. Und sogar hier so ein Tuch drunter und plus noch so eine Augenklappe. Und Leute, nicht wundern, ich werde ein bisschen schneiden, aber das wird euch wahrscheinlich kaum auffallen. Also, nur dass ihr wisst, dass ich ein bisschen schneide und das ein bisschen unauffällig mache. Ja, gucken wir beim nächsten. Das ist so die erste Form sozusagen von Cavenfish. Level ausgebrütet bis Level 3, ab Level 4 sieht er dann nicht mehr so aus. Sieht eigentlich ganz knuffig aus, so ein kleiner Babyhai, so ein bisschen. Er hat da so ein Kopftuch noch an und so ist eine Kleidung, hier noch ein kleines Säbelchen. Jo, ansonsten gehen wir zum nächsten. Hier haben wir Cavenfish, der ist dann von Level 4 bis Level 24 sieht er dann so aus. Und da sieht er schon etwas böser aus, beziehungsweise etwas älter. Er hat hier so ein Holzbein, hat ein größeres Säbel, Augenklappe und hier so eine Mütze halt, so eine Matrosenmütze, ne? Ja, und die Nahkampfattacke sieht dann so aus. Er springt an den Gegner ran und haut dann ein paar Mal mit dem Säbel zu. Die Fernkampfattacke hier, macht er den Säbel in die Luft und macht eine Attacke. Attacke, ne? Und dann hier noch die Piratenexekution. Er macht Schwert nach oben, sagt auch wieder Attacke, da kommen ganz viele Kanonen und die Gegner werden da vorne abgeballert. Alle weggeknallt, ne? Hier. Und dann noch die letzte Form. Die haben wir hier, die ist von Level 25 bis maximal Level 100. Und ja, da sieht er schon etwas böser aus, was er hier hat. So, ja, so ein Bart, so ein Rauschebart, ne, hier auch. Dann hat er hier die Kapitänsmütze mit so einer Art Totenkopf drauf. Noch hier so eine Kanone anstatt einem Säbel hat er jetzt. Und das Holzbein ist immer noch hier. Und jetzt hat er noch so eine Hakenhand, ne? Genau, gucken wir uns erstmal den Nahkampfangriff an. Er springt dran, haut mit der Hakenhand zu und dann ballert er nochmal drauf. Und die Fernkampfattacke, er zielt in die Luft, schießt ein paar Mal in die Luft und der Gegner kriegt Schaden. Sehr logisch, wenn man in die Luft schießt. Und dann haben wir hier noch die Piratenexekution, die eigentlich dieselbe sein müsste. Nein, er schießt in die Luft und dann kommen die Kanonen nach unten geregnet. Finde ich auch mal ganz schön, weil normalerweise unterscheiden sich ja zwischen
den Zweien dann die Ultimative nicht so wirklich. Und dann würde ich sagen, war es das hier mit den Monstern oder mit den Formen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Abenteuerkarte wieder. Bis gleich. So, da haben wir es jetzt auch in die Abenteuerkarte geschafft mit unserem lieben Cavenfish. Und ja, was setzen wir zuerst ein? Lehmann bringt ja hier nichts auf hier. Dann machen wir erstmal den Geschosshagel. Genau, hier stirb. Okay, der eine ist nicht eingefroren, traurig. Traurig, sowas, ne? Dann klar zum Entern. Ja gut. Hätten wir vielleicht vorher auf uns draufhauen sollen. Pff, ja gut, ne? Hat ja keiner vorher gesagt. Das Piratenbombardement. Hauen wir erstmal hier drauf. Ja, ihr könnt nicht viel machen. Kacke gelaufen, ja? Und dann setzen wir am Ende noch den Kugelhagel ein. So, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Tut mir leid, dass das Video jetzt auch ein bisschen spät kommt, aber ich war bis eben sozusagen im Training und das mit dem Aufnehmen dauert auch ein bisschen. Aber ich wollte heute noch was hochladen. Und deswegen kommt jetzt auch dieses Video und ja, ihr könnt auch gerne auf meinem Zweitkanal oder auf meinen Partnerkanälen vorbeischauen. Vor allem auf meinem Zweitaccount versuche ich gerade so Fallout 4 hochzuladen, also wirklich Stundenvideos. Das ist echt schwierig, den Scheiß hochzuladen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!